Hier in Krenzau riecht es förmlich nach Tischtennistradition. Der TTC Zugbrücke Krenzau gehört zu den Vereinen der Bundesliga, die auf eine lange und erfolgreiche Historie zurückblicken können. Und auch in dieser Saison läuft es für den TTC gar nicht so schlecht. Erstmals seit 2015 winkt der Einzug in die Playoffs. Was das Erfolgsgeheimnis ist und was die Ziele für die Zukunft sind, darüber haben wir mal mit Trainer Slobodan Krujic gesprochen. Wie zufrieden seid ihr mit dem bisherigen Saisonverlauf? Ich bin sehr zufrieden. Also die Mannschaft hat hervorragend gespielt. Wir haben wirklich als Mannschaft sehr, sehr stark in der Saison. Vor allem der Fengi Sin also hat überragend gespielt. Also mit seiner Bilanz, er steht auf dem ersten Platz in der Bundesliga. Auch die anderen Spieler also haben wirklich so gut mit ihm harmoniert, ja, und die wichtigen Spiele immer oft gewonnen. Ja, also bis jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich hoffe, dass es weiter so läuft. Was macht den Erfolg der Mannschaft aus? Ah ja, also erstmal also die Leistung von Fenger, so muss ich sagen. Also er hat uns oft also mit seinen zwei Siegen also in Siegerstraße gebracht. Und Mannschaftsspirit, Teamspirit ist wirklich sehr, sehr gut. Es ist nicht nur einfach so gesagt, aber die Jungs, die sind gerne hier zusammen, die trainieren hier zusammen, spielen gerne die Spiele und geben alles also, für die Mannschaft immer. Ich glaube, also, das sind die zwei Rezepte, also, die uns also in dem Jahr also diesen Erfolg bringen. Welche Ziele habt ihr noch in dieser Saison? Ja, wir haben noch vier Spiele vor uns. Ja, wir wollen jedes Spiel so gut spielen wie möglich. Ja. Und dann, falls wir unsere Chance bekommen, also wollen wir gewinnen die Spiele. Wir spielen noch zweimal gegen direkte Konkurrenten zu Hause, gegen Bad Königshofen und Bergneustadt. Die Spiele wollen wir natürlich gewinnen, was auf keinen Fall einfach wird. Und dann müssen wir noch auswärts spielen in Saarbrücken und Düsseldorf. Also zwei beste Mannschaften, dort ist klar sehr, sehr schwer. Aber natürlich werden wir versuchen, mal schauen, wie die spielen, ob die komplett spielen. Ja, also wenn die nicht komplett sind, dann hat man immer vielleicht eine kleine Chance.